schon einen Berufsabschluss. Haben sie gesagt gehabt. Sie haben zwar nur einen guten Realschulabschluss. Ja, ist jetzt nicht krass, aber gut. Und die Tatsache, dass sie halt schon eine Lehre abgeschlossen haben, zeigt denen natürlich, okay, mental kann das wenigstens. Ja, zuverlässig und so weiter. Bla bla bla. Ja, Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. Das ist eine Überlegung wert. Au. Oh, ich hab's noch, die Waffe noch rausgekriegt? Wow. Ich dachte, ich hätte den Schlag eben mit puren Händen blocken müssen. Na, jetzt habe ich gesagt, dass sie schon eine Ausbildung haben, ist natürlich sehr gut für weitere Ausbildung. Das heißt, da achten sie natürlich auch drauf, was Sinn macht. Auch wenn es, ne, für mich klingt, ist es so ein bisschen komisch, weil das sind eigentlich zwei komplett verschiedene Spektren an Berufen. Ne, IT ist halt wirklich PC und so weiter. Und das, was ich gelernt habe, war halt eine Standsmaschine. So absolut gar nichts von IT mit zu tun. Aber ja, beschweren will ich mich nicht. Und mir gesagt, das kann helfen, auf jeden Fall. Also, I take it. Großes Portal. Hätte hier vielleicht noch so ein Whisplat hinstellen sollen. Kann ich ja noch machen gleich. Ja, ist halt echt. Ich muss sagen, dass der Arbeitsmarkt so scheiße ist. Ist halt einfach echt ätzend. Fucking Corona. Naja, kannst du nichts machen, ne? Bin halt einfach froh, dass es zumindest einigermaßen wieder weitergeht bei mir. Weil so schön es ist, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und zu zocken. Irgendwann wird es halt langweilig. Irgendwann hat man halt keinen Bock mehr. Beziehungsweise irgendwann hat man halt Schulden, die man gerne abbezahlen möchte, so wie ich. Vom Schuldenberater kam noch nichts. Da hat mir aber gesagt gehabt, ja, weil er hat gesagt gehabt, melden Sie sich aber nach ein paar Wochen. Na, schauen Sie mal, ob bei mir schon was rumgekommen ist. Ist auch so cool. Der Schuldenberater war übelst nett und sowas. Na, man hat eigentlich irgendwie so im Sinn von wegen echt streng, wirklich. Das ist ein Schuldenberater. Der muss wissen, was er tut. Der muss professionell sein. Und auch so aussehen und so handeln. Der war übelst nett. Der hat Witze gemacht. Ne? War sehr charismatisch. Na, da denke ich mal schon. Okay, der weiß, was er tut. Der hat auch gesagt, wenn ich mich innerhalb von 3, 4 Wochen nicht melde, rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine E-Mail. E-Mail ist mir lieber, hat er gesagt gehabt. Da dachte ich mir so, okay, nice. E-Mail it is. Ja, soll ich nächste Woche mich mal melden? Wieder. Einfach um zu schauen, wie weit er dann mittlerweile ist. Ob schon was rauskam. Weil, ich glaube, das habe ich erwähnt gehabt. Er meinte halt auch, dass das sehr, sehr, sehr sus ist, dass ich das Ganze bekommen habe. Als, ne, als Schulden, sage ich mal. Weil, ich habe nie irgendwelche Sachen unterschrieben, ich habe nie irgendwelche Post bekommen. Und dann meinte er dann halt, das kann so aber nicht mit rechten Dingen dann zugehen. Weil in der Theorie sollte ich dann nicht die Post kriegen, wenn ich nichts unterschrieben habe. Ja, zum Zeitpunkt meiner OP war ich 15 oder 16. Weiß gar nicht, ob ich darüber schon geredet hatte. Ich glaube ja, aber ich kann auch mal kurz TLDR geben. Zum Zeitpunkt meiner OP war ich halt noch jugendlich, war noch in der Schule. Da hat er gesagt, ich habe noch diesen Jugendschutz quasi gehabt. Und meine Eltern haben wohl eine Schuldanerkenntnis unterschrieben. So, und jetzt hieß es aber so in den Dokumenten quasi,
stand es so, mehr oder weniger, als hätte ich die Schuldgeständnis angenommen. Aber ich habe nie irgendwas bekommen, ich habe nie irgendwas unterschrieben. Na, hätte ich sowas bekommen, wäre ich halt sofort zu meinen Eltern gegangen und hätte gesagt gehabt, könnt ihr euch mal darum kümmern? Das ist nicht. Ich habe nichts unterschrieben, ihr wart das. Na, lasst mich damit in Ruhe. Aber das Einzige, was, ne, die erste Nachricht, die ich bekommen habe von denen, war, ja, sie haben ja noch eine Rechnung offen. Wie gedenken sie das denn abzubezahlen? Ne, weil ich halt noch quasi. Ich bin ja unerfahren mit sowas. Ne, wenn du auf einmal von Schuldeneintreibern Geld, ne, Briefe bekommst von wegen, hier ist noch Rechnung, hier haben sie den gesamten Beweis dafür, dann ist das natürlich fürs beim ersten Mal so ein bisschen scary, möchte ich sagen. Das ist halt, okay. Die wollen Geld haben. Von etwas, wo sie in der Theorie das Recht haben, das Geld einzutreiben. Ne? Wenn sie gesagt haben, ja, hier, wir wollen Geld von ihnen haben und sie zeigen mir, keine Ahnung, irgendeine Rechnung, die meine Eltern gemacht haben. So hätte ich gesagt gehabt, hallo? Warum kommt ihr deswegen zu mir? Das ist nicht meins. Ne, logischerweise. Aber das ist halt, ja, kam an, hier, wir wollen Geld haben von ihnen. Und das ist halt meine Rechnung in der Theorie. Aber ebenfalls in der Theorie konnte ich zu dem Zeitpunkt das gar nicht bezahlen, weil ich in der Schule war. Keine Ausbildung oder sowas, sondern, ne, in der Schule direkt. Kartoffeln? Warum nicht? Nein, ich hätte nicht mal die Möglichkeit gehabt, das irgendwie zu bezahlen. Und die kommen da halt an. Ja, nee, wir wollen das Geld haben. Ich meine, die können das natürlich nicht wissen. Ne? Die. Nein, das ist halt eine Firma, die angeheuert wurde. Die haben wahrscheinlich einfach die Unterlagen bekommen. Nicht wirklich drauf geschaut. Und dann gesagt, jo, wir kümmern uns drum. Gehe ich mal von aus irgendwie. Was natürlich dumm ist, aber. Ja, und dann ist es halt so weitergegangen, sag ich mal. Und interessanterweise hat mir der Schuldenberater gesagt gehabt, ich soll auf keinen Fall weitere Zahlungen machen. Weil die Tatsache, dass ich die Zahlungen, ne, überhaupt erst angefangen habe, kann quasi rechtlich gesehen als Schuldanerkennung zählen. Weil, wenn es nicht meine Rechnung ist, warum bezahle ich es dann? Also in der Hinsicht. Was ebenfalls Sinn macht. Aber ich weiß nicht. Ich meine, ja, es ist ein. Ich sag mal, es ist ein Profi, der mir das gesagt hat, aber irgendwie fühle ich mich trotzdem nicht so wohl dabei, einfach zu sagen, ja, dann bezahle ich jetzt nicht mehr. So. Was für rechtliche Dinge, was für Rechte haben die, und dann trotzdem zu sagen, ja, aber sie, ne? Sie haben gesagt, sie bezahlen. Also müssen sie jetzt auch bezahlen, weil das ist bindend. Deswegen, da bin ich ganz sicher. Vielleicht sollte ich, wenn ich ihn anschreibe, sollte ich ihn mal fragen, so was denn so die Konsequenzen wäre, wenn ich halt wirklich jetzt sagen würde, okay, ich bezahle jetzt nicht, die nicht mehr. Na klar, würden sie sich halt erstmal melden und sagen, ja, warum? Warum kein Geld? Wo Geld? Ja, das ist wahrscheinlich das Erste, was wir machen würden. Da kann ich halt sagen, ja, ich bin ja mit einem Schuldenberater gerade am Machen. Der hat mir empfohlen, jetzt erstmal Stopp zu machen und sie sollen sich bei ihm melden dafür. Könnte ich halt in der Theorie sagen. Aber ich fühle mich da trotzdem irgendwie ein bisschen unwohl bei. Ich glaube, wenn ich ihm schreibe, dann werde ich ihn darauf nochmal ansprechen, dass ich mich darauf
da unwohl fühle, sowas zu machen. Und ja. Man, er hat natürlich recht. Ja. Wenn ich, je früher ich aufhöre, den Geld in den Rachen zu stecken, umso eher regen die sich halt auch. Aber umso eher ist halt die Chance, dass ich Stress kriege. Meiner Meinung nach. Könnte mich natürlich irren, aber. Ja. Also ist Krankenhausrechnung. Vor meiner Rücken-OP. Die Krankenkasse in der Schweiz nicht übernommen hat. Frage mich, warum wir eine Krankenkasse bezahlen in der Schweiz, wenn die nichts übernehmen? So. Wir haben halt Hausarztkosten übernommen. Und das war's so ziemlich. Die Rücken-OP hat damals irgendwie 1500 gekostet. Und da kann man mir sagen, was man will. Die Krankenkasse hat da mit Sicherheit nichts von mitbezahlt. Und wenn eine OP 1500 Schweizer Franken kostet, ist halt einfach. Bro? Welchen Teil davon habt ihr bezahlt? Kann ja nicht angehen, ne? Dass ich ja auf einmal mit elendig vielen Schulden auf einmal dastehe. Das ist sehr sus, das Ganze. Sehr, sehr sus. Da hat jeder gesagt, dem ich das beim Amt und so erzählt habe, und die haben gesagt, hä? So meine Beraterin, die meinte so, Moment mal, was? Na, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und der vom Jobcenter da ist, der meinte auch so, wie bitte? So, ja, die waren alle sichtlich verwirrt. So, sie müssen das bezahlen? Warum das? Ja, meine Antwort war einfach, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt, erst als ich hierher gezogen bin, wo ich jetzt mit Lena wohne, war es erstmal, dass ich von denen einen Brief bekommen habe. Und das war dann halt einfach direkt, jo, wir wollen Geld haben. Den Brief habe ich übrigens gefunden gehabt und auch den Schuldenberater gegeben. Ja, kein Steuerberater, sondern Schuldenberater. Oh, shit. Ja, weil der meinte, bringen sie alles mit, was sie haben. Alles. Ich bin so ein bisschen nervös. Dann habe ich halt gemacht. So, alle Ratenerneuerungen, die ich gefunden habe, habe ich mitgenommen. Die Benachrichtigung, dass ich halt drin habe. Da stand auch hinten drauf, Schuldenanerkenntnis stand drauf, ganz oben. Und dann ist quasi runtergegangen, Zinsen berechnet und alles. Und das war halt so viel, Alter. Nee, ich frage mich halt wirklich, was meine Eltern überhaupt die ganze Zeit gemacht haben, so. Die Tatsache, dass wir halt nicht mal gesagt haben, ja, hier, wir haben von einer OP Schulden bekommen, war halt einfach okay. Das ist Information, die bräuchte ich vielleicht irgendwann mal. Also, wenn ich ausziehe, eventuell, könnte das auf mich zurückkommen. Aber nein, nein. Ist. Also. Ach, hat irgendjemand mich angeschrieben. Eine 4. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es genug Marble ist. Dass wir hier irgendwie großartig was reißen können. Wir sehen 50, also 4 sind 200. 250.
3,50. Wir haben bestimmt genug, um nochmal einen Stapel zu machen. Genau. 950, 300, 400. Sind 50 Wände. 1, 2. Nein, ich sollte einfach am besten hier sind. 1, 2, 3, 4. 4, 8, 3, 11, 14, 15, 17 und 34 für vorne und hinten. 34. Weiß ich, da sind glaube ich keine Wände, ne? Okay, 34, das hier sind 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Das sind 40 minus 1, 2, 3, 4, 36. So, wir haben 36 für die Seitenwände. Und Mist, was war hier nochmal? 20, ne? 1, 2, 3, 4, 8, 14, 14, 1, 2, 3, oh, wo sind 3, 6, 9, 12, 14, 16 sind 32. Da brauchen wir 66 Wände. Aber die Türen werden sowieso noch ersetzt durch andere Türen, nämlich die hier, warum nicht? Oh, wait a minute. Nur eine Wand groß? Werde ich die nicht benutzen. Die sind zu groß. Darkwood Gate. Oh, wir können Darkwood Gate nehmen. Ja, genau. Das sind vier weniger. Also machen wir 2, 4, 6, 8. 11, 14, 28. 28 plus 34, also 40 minus 36. Ja, jetzt habe ich ja. Ich das mal aufschreiben, Moment. Mein Stift. Ja, vorne und hinten zusammen sind 36. Weil ich was zum draufschreiben. Ja, da steht jetzt mein Energy drauf. Ja, wir nehmen einfach. Das sind 36. Das hier waren 2, 5. 7, 9, 12, 14, also 28 sind 64. Wir müssen definitiv nochmal zurück. Aber ich glaube, das machen wir. Mal kurz überlegen. Stunde 10. 2,25er Folgen, 20er Folgen. Ja, warum nicht? Ja, das machen wir. Mache ich dann offscreen. Na, jetzt habe ich wieder Zeit, um da aufzuholen. Würde ich auf jeden Fall sagen. Ich hoffe, die Videos haben euch trotzdem gefallen, auch wenn das hier jetzt eher einfach nur hin und her laufen, die Session war. Falls ja, trotzdem, Kommentare und Kritik sind natürlich wie immer erwünscht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!